Du siehst im Hintergrund so süß aus, weil du deine Arme so gekreuzt hast, deine Hände. Du guckst also so, bin ich ein netter Schwiegersohn? Ja, und dann mit meiner geilen Weste, weißt du, du stehst da voll kriminell. So. Ich so, boah. Moin moin Leute und herzlich willkommen zum dritten Part nun von Payday 2. Der letzte Part ist bei Lord Toad LP, da könnt ihr auch gerne reinschauen. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Lord Toad LP auf YouTube. Ja, das ist Lord Toad übrigens. Der redet übrigens Hallo. Nicht. Der redet nicht, das war nur ein Geist. Der schreibt nur im Chat die ganze Zeit mit. So, und was wir jetzt Schönes gefunden... Yo! Was wir Schönes gefunden haben ist, man kann jetzt Fertigkeiten freischalten, weil im zweiten Part bei Lord Toad LP haben wir die Flucht sehr schön gemeistert. Und man kann jetzt Hallo erstmal, jetzt rede ich auch, mein Gott. Ja, ich habe so eine Leitung, wo ich 5 Minuten runterrattern muss. Auf jeden Fall Fertigkeiten. Mastermind, Vollstrecker, Techniker und Geist sind natürlich alle ein bisschen geschmückt mit bestimmten Fertigkeiten, die man hat. Und zu meiner Maske würde dementsprechend Mastermind passen. Der Techniker ist, wie gesagt, da sieht man ja schon C4 und all so ein Kram, Stolperminen. Ich wollte gerade sagen, der Techniker ist Fachmann für die praktische Seite der Kriminalwissenschaft und freut sich über alles, was BUM macht. Und der Vollstrecker ist der Iron Man. Ich will auch Iron Man sein, das klingt eigentlich perfekt. Ich meine, so ein Iron Man, das ist cool. Iron Man? Ja, Vollstrecker, ganz oben. In der Mitte, da steht Iron Man. Der Vollstrecker. Was macht denn der Vollstrecker? Der macht Bum Bum. Der Vollstrecker ist gewöhnlich von Verbrechen, bla bla. Ja, aber ich finde, der Techniker hört sich schon ganz gut an. Was ich auch ziemlich cool finde, ist Geist. So Stealth-Künstler, der selbst große Diebstähle ohne Aufsehen gewaltlos durchführt. Das ist richtig cool. Gut, da machst du Geist, wenn du magst, und ich mach Techniker. Ja, obwohl ich will noch einmal beim Mastermind reingucken. Ja, was macht denn der Mastermind? Ach, der Mastermind ist so der Wiederbeleber, glaube ich. Ja, du kannst jetzt 2 Arzttaschen mitnehmen. Ja, aber Mastermind will ich nicht. Nee. Ich mache jetzt den Techniker, okay? Gut. Dann können wir Sachen schneller sprengen, hoffe ich, und so weiter. Gut, dann bin ich der Geist. Das kostet dich $500 gekauft. Und 1 von 1 Punkt. Ja, will ich. So, und ich habe keinen weiteren Point. Das heißt, ich habe jetzt nur besessen. Der Geist ist ein Stealth. Ja, ich habe jetzt Geist freigeschaltet. Okay. Ich auch. Ich besessen. Wir sind jetzt besessen. Ich guck doch mal einmal jetzt in mein Inventar. Dort habe ich jetzt nämlich ein Waffen-Upgrade. Sehr schön. Und Panzerung. Thema. Oh, ich kann eine Panzerung auswählen. Gleich mal ausrüsten. Ja, ich auch. Der Witz ist, man geht dann auch mit Panzerung so ganz normal als Zivilist durch die Gegend, was ziemlich realistisch Fällt ist. Fällt keinem auf. Ja. Ich habe jetzt, neue und Waffe kaufen. Dafür haben wir aber nicht genug. Du siehst im Hintergrund so süß aus, weil du deine Arme so gekreuzt hast, deine Hände. Du guckst also so, bin ich ein netter Schwiegersohn? Ja, und dann mit meiner geilen Weste, weißt du, du stehst da voll kriminell. Ich so, boah. So, ich darf jetzt hier einen neuen Vertrag auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Einkaufscrasher. Ja, klingt geil. Ja. Oh, mit 2 hast du nicht nochmal einen mit 1? Nein, wir gehen jetzt auf die Vollen hier. Hallo. Scheiße, wir werden sowas von sterben. YOLO! Ja, allerdings YOLO. Ja, cool. Wir laufen jetzt rum mit einer Weste. Ja, ihr habt recht gehört. Vlad meint es ernst. Wir gehen ins Einkaufszentrum und zerstören dort so viel wie möglich. Geil, zerstören! Wenn ihr genug zerstört, wird sein Kunde seine Meinung zum Thema Schutzgeld ändern. Ein dreckiger Job, aber das gefällt euch ja, stimmt? Ja. Übrigens, wir können jetzt mit unserem Geld, können wir uns jetzt Vorteile kaufen. Das Risikolevel ist niedrig und ich habe zum Beispiel $4.800. Das heißt, ich könnte eine Arzttasche kaufen, Benzinkanister, Munitionsbeutel und Benzinkanister. Das ist inkorrekt, denn nur der Host. Ach so, nur der Host. Du bist der Horst. Okay. Soll ich uns eine Arzttasche kaufen? Weil ich meine, wir machen jetzt ja eh neues Geld. Was haben wir denn? Arzttasche, Benzinkanister, Munitionsbeutel und Benzinkanister. Ja, da... Ja, Benzinkanister ist wahrscheinlich für Bumm, ne? Mhm. Mach die Arzttasche. Das passt besser zu uns. Gekauft, meine Damen. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil kaputt machen hört sich nach sehr viel Spaß an. Das klingt super! Zerstöre so viele Läden und Vitrinen wie möglich. Wenn ihr dabei noch Geld und Wertgegenstände findet, greift zu. Ihr versteht? Ach, kaputt machen, da bin ich Meister drin. Das habe ich super synchronisiert jetzt, ey. Krass. Das war echt schön. Betrete das Einkaufszentrum. Boah, es wird schwierig. Oh mein Gott, Achievement Get! Bin drin. Schlagt alles kurz und klein. Ernsthaft?
Da hinten ist übrigens unsere Arzttasche hier hinten. Ah, ich sehe es, die so grün leuchtet. Ich gehe mal hoch, hier sind gar nicht so viele Leute, aber hier ist direkt ein Polizist. Hallo, kommst du mal her? Jo. Hallo? Komm ja schon. Ach, guck mal, hier ist so ein guck mal, pass auf, das ist doch ganz clever. Ach, hier kann man die Maske aufsetzen, ne? Ja, machen wir später. Ich würde sagen, wir gucken uns einmal kurz hier um. Ja, das ist gut. Aber bleib nicht zu lange vor Polizisten stehen. Guck mal, der guckt schon. Ja. Wenn da so ein Fragezeichen ist, dann gucken die schon immer doof. Ja, wir gehen mal kurz hier hoch. Ich guck mir mal einmal kurz hier die Schuhe. Och, ja, sie haben endlich die neuen von... Warum guckt ihr mich so komisch an? Ich guck immer Frauenschuhe an. Ich wäre schnell weg, so. Gut, ich geh jetzt hier, kommst du hin? Wo bist du? Ach, da oben bist du, Mutter Gottes. Das geht, hier kann man nicht durch. Okay. Ja komm, dann lass uns hier oben die Maske aufziehen. Genau, so. Hätte ich jetzt gesagt. Geh, Maske aufziehen und... Na, sexy Boy! Scheiße! So, ja, alles kaputt machen, ne? Waffe umwechseln. Rein da! Wo ist der Polizist? Den baller ich jetzt ab. Einfach alles kaputt machen. Geh auf den Boden, Olle Foot. Danke. Olle Foot. Oh, da ist Blut an der... Da ist ich hab hier eigentlich... Oh nein, ich bin auf den Desktop gegangen. Verdammt. Ich hoffe, das hat jetzt meine Aufnahme jetzt nicht groß beeinflusst. Ich hab grad einen Blackscreen. Okay, ich bin wieder back. Ich hoffe, ich werde hier irgendein witziges Bild einblenden, weil ich auf dem Desktop war. Tut mir sehr leid. Ja, mich am besten oder sowas. Ich hab ne Idee. Das wird schön. Oh nein. Oh Gott, was sind jetzt? Ach, ich hab keine Muni. Kann man hier eigentlich Kassen einfach ausrauben? Nee, ne? Nee. Da kommt drauf an, in welchen Laden du gehst. Oh ja, Friseur! Juhu! So, ab wann ist denn hier genug zerstört eigentlich? Schlagt alles kurz und klein. Weiß ich nicht. Hier ist zum Beispiel eine Vasenabteilung. Ich denke, hier kannst du eine Menge kaputt machen. Bam. 10 Riesen. Ich möchte auch mal gerne Geld sammeln hier, aber ich finde irgendwie keins. Ich mach grad nur alles kaputt. Ja, ich auch. Erstmal. Aber ich weiß nicht, was so alles kaputt geht. Ah, hier! Ich hab Geld gefunden. Wo denn? Ich bin verwirrt. Ah, hier ist auch ein Bohrer. Hier könntest du am besten wieder hinkommen. Das dauert nämlich 178 Sekunden. Wo seid ihr denn hin? Wo denn? Guck doch mal, wo mein Name steht. Hinter dir. Und guck mal nach unten. Etage tiefer. Ach, Etage tiefer. Genau, hier gehst du jetzt runter und dann siehst du mich. Hiyo! Okay. Und hier ist nämlich ein Bohrer. Hast du schon noch angebracht, ja. Sehr schön. Wie lange braucht der noch? Ja, der braucht echt lange. Das kann ich gar nicht lesen. 154 Sekunden, okay. Ja, dann machen wir erstmal hier ganz viel kaputt und dann kommen wir hier später nochmal hin, würde ich sagen. Nee, wir müssen den Bohrer ja immer wieder neu anmachen. Ja, aber dann kann ja einer da bleiben, aber wir müssen ja trotzdem was kaputt machen, das ist ja das Problem. Ja, ja. Das können wir auch noch machen nebenbei, da hast du recht. Ah, Polizei. Ah, guck mal, ich kann jetzt hier auch, weil ich der Geist bin, einen ECM-Störsender anbringen, sodass dieser tolle Automat jetzt mal eben mir die ganze Kohle gibt. 22.000 habe ich mal eben eingesagt. So, der Bohrer ist kaputt, den muss ich kurz reparieren. Jo, mach das. Oh, da kommt die Musik. Achtung, die Musik. Das ist so schön. Haben wir eigentlich die gleiche Musik? Ich glaube schon. Kann man jetzt halt schlecht sagen, so. Der Bohrer, ach echt? Der Bohrer ist jetzt an. So, oben ist die ganze Polizei, das ist ganz praktisch. Ich wollte keinen Zivilist töten. Besonders, warum bezahle ich Reinigungskosten für einen scheiß Zivilist? Der ist tot. Naja, weil Dreck gemacht werden muss. Den bezahle ich doch nicht, dass der gereinigt wird. Naja, wir sind ja nette Bankräuber. Ja, wir bringen Leute um und reinigen die danach doch. Wann sind wir nett? Die auf dem Boden. Olle. Die habe ich doch gerade gefesselt. Die ist einfach wieder weggerannt. Ja, bitte. Schieß dich gleich ab, wenn du das nochmal machst, Kollege. Zielerinnerung. Schlage alles kurz und klein. Ja, danke für den Hinweis. Also Kohle haben wir gleich echt eine Menge. Ja, wir sollten jetzt also wirklich mal alles kurz und klein schlagen. Ich glaube, das ist wirklich... Ja, aber ich finde gar keine Sachen, die ich gut groß und klein... Da sind Sniper oben. Ja, alles. Die ganzen Fenster, Scheiben und so weiter. Okay. Oh, dann wollen wir mal, ne? Hier geht's. Die KI guckt mir zu beim Schlagen. Finde ich schön. Ich komme hier nicht vorbei, auch schön. Ich guck mal einmal nach dem Bohrer, weil der muss neu angemacht werden. Soll ich? Ich bin da. Ich habe keine Numini mehr mit meiner einen Waffe. Ich bin schon wieder auf dem... Das ist doch kacke bei dieser Scheiß-Tastatur, Gottes Willen. Da ist nämlich die Dings-Taste genau daneben. Neben welcher? Neben der Steuerungstaste, aber total nah. Und die Tasten sind extra halt so weit eingedrückt, damit die wenig Klang haben. Ja, ist unpraktisch, ne?
Ja, definitiv. So, übrigens, der Bohrer braucht noch eine Minute. Ja, das schaffen wir. Ach, hier, guck mal, ich kann hier auch einen Bohrer anbringen. Das mache ich mal. Ich bin hier nämlich im Apple. Nee, hier ist C4. Warte mal. Ich will nicht den Bohrer verwenden. Kann ich auch was anderes, bitte? Wie kann man denn hier auswählen, was man hier anbringen möchte? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, du hast noch kein C4. Das kann natürlich sein. Ich bringe jetzt hier den Bohrer an. Der braucht... Meiner braucht noch jetzt 30 Sekunden knapp. Meiner braucht noch 170 Sekunden. Das ist ein bisschen doof. Es sind auch echt wenig... Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, echt wenig Polizisten. Und dann standen drei vor mir. Ich bräuchte hier oben mal ein bisschen Hilfe, wenn es geht. Ja, ich komme gleich sofort. Mein Bohrer ist in 20 Sekunden fertig. Ich bräuchte wirklich mal Hilfe hier oben. Ganz, ganz dringend. Weil hier ist gerade alles. 10 Sekunden. Bin ich da. Und mit meiner blöden Mini-Waffe hier komme ich auch nicht weit. Eine Sekunde. Hier liegt Mun. Nicht ernsthaft. Was denn? Wir haben jetzt hier 3 Minuten, das gibt's nämlich auch, solche Nieten sozusagen, super. Haben jetzt 3 Minuten gewartet mit dem Bohrer und da war einfach nichts im Safe. Ja, das ist ja das Praktische, dass ich ja noch den anderen Bohrer hab. Das ist praktisch, das stimmt. Ah, und deine Qualität ist gerade abgekackt, aber solange du mich noch... Meine Qualität hasst mich. Solange du mich noch hörst, ist ja alles super. Ich höre dich 1A. Das ist gut. Repariere Bohrer, okay. Ja, da bin ich gerade bei. Ja, ich seh's. Bin jetzt auch bei dir. Hallo. Sehr gut, auf dem Dach musst du mal aufpassen, da kommen immer Sniper. Angeflogen. So, ich mach auch, by the way, mal das Dach kaputt. Wo ist denn der jetzt gewesen? Oh, 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 rechts, 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 ganz viel. Ich glaube, dieses 35.000 Dollars und das ganze Geld, das er uns durchgibt, das ist, glaube ich, das, was wir gerade alles kaputt machen. Also wie viel wir schon kaputt gemacht haben, für wie viel Geld. Sein. Ich habe gerade echt keine Muni mehr. Ich muss zum Polizisten gehen, damit ich wieder Mun und Matt habe. Okay, die sind hier praktisch durch so einen Hintereingang reingekommen. Oh Gott. Die kommen gerade reingeseilt. Ja. An allen Seiten. Ich seh's. Oh, fuck. Oh, der Sniper macht mich gerade fertig hier. Die Sau. Bohrer muss neu gemacht werden, mach ich. Bin gerade da. Fuck, jetzt lädt. Wir müssen auf den Hubschrauber warten. Ja, der lädt hier viel zu oft nach. Fuck, warum ist die Tür im Weg? Bohrer braucht noch 77 Sekunden. Das, was im Safe ist, nehmen wir noch mit und dann gehen wir zum Hubschrauber. Ja. Das schaffen wir in der Zeit. Wie lange braucht der noch? Der braucht jetzt noch 60... Okay, ja, passt. Polizeivorstoß in Gange. Achtung, Musik wird wieder dramatischer. Jetzt gleich kommt's wieder. Oh, ja, ach du Heilige. Und wie synchron sie sich auch alle abseilen, ist ja süß. Ja, ich wette, die werden im Synchronschwimmen echt gut. Meinst du? Oh Gott, ich bin gleich tot. Warum ist denn auch das Medikit so weit da hinten? Ja, das ist natürlich doof. Dann bleib lieber hier. Weil wir jetzt ja gleich eh irgendwie aufs Dach müssen. Ja, ist wieder weg. Bora hängt. Ja, gut, mach du es eben. Ich sehe immer gar nicht, ob ich das jetzt schon drücke. Wenn es gedrückt hältst, dann kommt ein Kreis. Ja, aber bei mir sehe ich den Kreis manchmal nicht, weißt du, wenn das so vor anderen Symbolen ist. Vor allem der Bohrer dreht sich noch, sagt aber, ist kaputt. Bin in einer Minute da, so lange wird's eng. Achso, das war jetzt die falsche Stimme. Sorry. Oh, da kommt wieder. Jetzt gleich haben wir's. Achtung. Ja, ich bleib hier beim Bohrer, ich kann gleich die Kohle mitnehmen. Ja, du solltest eher mal... Du hast ein bisschen mehr Leben als ich, weißt du, wenn ich hier gleich reinkomme. Oh Gott, von der Seite, Kollege. Von überall, Freunde. Der Nacht. Und ich hab hier nur noch meine Billigwaffe, weißt du? Ja, ich auch. Ach du heilige Penisbombe. Das war elegant ausgedrückt. 3 Sekunden. Und was haben wir Schönes drin? Nee. 1000, ja. Juhu. Und das in einem Birne-Store. Siehst du mal, wie wenig Geld Apple eigentlich hat? Birne. So. Birne, genau. Kann man sich eigentlich hier heilen, außer jetzt zum Eingang zu laufen? Heidewitzka. Heilt man sich irgendwie automatisch? Nee, ne? So, wo ist denn der? Sieht man das schon? Nee. Oben steht noch, warte auf den Hubschrauber. Der sollte gleich eigentlich kommen. Wir sollen die Sniper abschießen, weil er sonst nicht kommen kann. Hat er gerade gesagt. Ich höre den gar nicht. Oh. Lord Toad. Slow-mo, okay. Slow-mo. Da ist er. Und gleich bin ich auch geheilt.
Jo. So, du siehst, wo wir hin müssen? Ja, ich sehe den Hubschrauber. Ich sehe nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen hier einfach hier oben. Hier jetzt in der Mitte. Komm hier hin. Ach, da. Mensch, das war easy. Oh, schön. Mann. Gut. Dann würde ich sagen, oh, der nächste ist, Part. Das ist cool. Ja, wir müssen uns ja erstmal das Finale jetzt hier angucken. Das ist eine Menge. Ja, nur mein Akku, Kamera-Akku geht gerade ein bisschen drauf. Das deswegen will ich das schnell sagen. Wir müssen ja auf jeden Fall, Payday 2 habe ich ja schon mal gesagt, die. Tschüss. Die Parts sind immer geswitcht, sprich, bei ihm kommt jetzt der nächste, bei ihm war ja auch Part 2. Bei ihm kommt jetzt auch Part 4. Deswegen die geraden Zahlen bei mir, bei ihm und geraden bei mir. Und wir sehen uns im nächsten Part bei Lord Toad LP. Deswegen haut rein, Leute, und ciao, ciao. Bis zu mir. Bis.